Tessa Bergmann, geboren 15.05.1985 in München, wohnhaft in München, ledig Stylistin. Im Juli 2009 hatte sich die Angeklagte auf eine Kontaktanzeige von Michael Falkner gemeldet. Kurze Zeit später zog sie gemeinsam mit der Verkäuferin Susanne Link für 2 Wochen zu dem 28-Jährigen nach Beiersbach nahe München, um dort ihren Urlaub zu verbringen. Michael Falkner wollte die Frauen auf diese Art näher kennenlernen. Mit der Zeit verspürte die Angeklagte jedoch eine persönliche Abneigung gegen ihren Gastgeber, den sie für egoistisch, cholerisch und affektiert hielt und beschloss deshalb, Michael Falkner eine Lektion zu erteilen. Dazu schüttete die Angeklagte anlässlich einer Grillparty am 16.07.2009 gegen 14 Uhr heimlich einen halben Liter Brennspiritus auf den bereits zum Anfeuern präparierten Holzkohlegrill. Als Michael Falkner, wie von der Angeklagten beabsichtigt, kurz darauf ahnungslos die Grillanzünder anzündete, entstand eine 3 Meter hohe Stichflamme. Michael Falkner, der bis dahin als Model gearbeitet hatte, erlitt Verbrennungen dritten Grades im Gesicht und an beiden Armen, wovon er dauerhaft entstellende Narben zurückbehalten wird. Die Angeklagte wird somit der schweren Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223 Absatz 1. Frau Bergmann, die Anklage haben Sie nun gehört. Wollen Sie sich dazu äußern? Ja, na klar. Ich meine, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun, ja? Das war doch 100 pro die Susi. Die war ja auch in der Zeit beim Mike wegen der Anzeige. Also Mike ist der Spitzname von Michael Falkner, nehme ich mal an. Ja, klar. Mhm. Ich habe die Kontaktanzeige, von der Sie sprechen, auch hier. Hier steht, junger, attraktiver Mann, der gut durchtrainiert, aber im Moment ein wenig orientierungslos ist, sucht Powerfrau, die ihn auf seinem Weg unterstützt. Wenn du interessiert bist, trifft das Model Mike und lass dich von ihm verzaubern. Daraufhin haben sie unter anderem Sie gemeldet und auch die Susanne Link. Und Sie wollten den Herrn Falkner kennenlernen? Ja, ich meine, ich fand die Anzeige halt ganz lustig. Und naja, Susi anscheinend auch. Und okay, sie hat die ganze Sache wesentlich ernster genommen als ich. Ja, also, um ehrlich zu sein, mir hat schon gereicht, als ich erfahren habe, dass der ach so tolle Mike die Anzeige noch nicht mal selber geschrieben hat. Die hat nämlich seine Tante für ihn aufgegeben. Wissen Sie warum? Ja, klar, die wollte, dass den Typen endlich mal jemand wieder zurück in die Realität holt. Ja, also, der dreht doch Feuer am Rad. Und ich meine, ich habe es ja auch probiert und ja gut, am Anfang, da fand ich ihn ja auch ganz nett. Aber es sind mir halt immer mehr Sachen aufgefallen, die mal gar nicht gehen. Man könnte auch sagen, Ihnen ist das Verhalten von Herrn Falkner von Tag zu Tag mehr auf die Nerven gegangen, oder? Ja, ich habe einfach gemerkt, der Typ ist nichts für mich. Und wieso sind Sie dann nicht wieder abgereist? Ja, ich meine, ich habe doch praktisch gratis Ferien auf dem Land bekommen. Also wir reisten da einfach schon so freiwillig ab. Und ja, die ganzen anderen, die ich da auf dem Kaff kennengelernt habe, die waren ja auch alle super nett zu mir. Und ja, die haben wahrscheinlich gedacht, dass ich die vom Mike irgendwie befreien kann oder weiß das ich. Und ja, ich habe es ja auch versucht. Ich wollte mal neue Regeln aufstellen und diesen Typen endlich mal umkrempeln, ja. Aber der ist sich ja null sagen. Ja, die Familie von Mike Falkner, die versucht schon seit Jahren an ihn ranzukommen, aber beißt irgendwie auf Granit. Ja. Die ganze Familie leidet an diesem Taugenichts. Ja, der schnurrt sich die ganze Zeit nur durch und ist der Meinung, hier als großer, weiß ich nicht, Sänger und Model hier berühmt zu werden. Also ich sag Ihnen eins, aus dem wird nie was. Na und? Er war jetzt noch ein bisschen angekokelt. Der kommt wieder auf die Beine. Ach, aber ich muss es doch schließlich wissen, ich bin doch sein Manager. Ja, ja, klar, immer. Ja, ja, in 6 Wochen tritt er bei dir auf Malle auf. Ja. Nee, immer. Die Tessa, du. Die wird heute einfach verknackt, ja, und dann läuft das, du. Ja, nee, wir verklagen die Alte mal auf Schadenersatz, ne? Ja, ja, hör mal, und dann wird der voll restauriert. Ja, mal, die hat dir doch angekokelt. Ja, ja, nee, die muss blechen, hör mal. Die hat dir die Karriere von Mike aufgesessen. Ja, ja. Nee, hör mal, die zahlt, ne, dann machen wir aus dem Mike einen komplett neuen Menschen. Der kann wieder auf die Bühne, was anderes kann der doch eh nicht. Okay. Hast du gehört, wie der Typ über deine Braut redet? Ja, schon, was soll ich machen? Nee, das kannst du nicht auf dir sitzen lassen, musst deine Lady verteidigen. Jetzt komm, geh. Nee, Malle wird eine super Nummer. Das wird richtig geil. Ja, freu mich, ja, ich freu mich. Nee, ich verlass drauf auf den Jungen. Entschuldigung. Ja, ja. Ja, okay, aber gut. Aber alles klar, steht der Deal? Gut, aber pass auf, ich melde mich noch mal in 3 Wochen, ja? Super, aber gut, bis dann. Was willst du denn? Ja, ich wollte sagen, dass die Tessa ganz bestimmt nicht verurteilt wird. Man muss sich gar nichts einbilden. Die ist nämlich unschuldig. So, was hältst du eigentlich davon, wenn du dich einfach mal raushältst? Nee, ganz bestimmt halte ich mich nicht raus, weil zahlen muss sie nichts, unschuldig ist sie. Ja, dann war's das. Sag mal, was setzt du dich eigentlich für die Tussi so ein? Das kann ihm völlig egal sein. Kannst du überhaupt nicht. Außerdem ist die Frau ja seine Freundin und er weiß ganz genau, dass sie nichts gemacht hat. Ah, hey, David.
Hör mal, da habe ich mal eine Frage an euch zwei Quarktaschen. Ja? Hör mal, wie kann das sein, dass ich die Tessa am Grill gesehen hat und wie die da hergegangen ist und die ganze Menge da an Sprit da reingeschüttet hat? Das hast du nur erfunden, was soll das? Nee, hör mal, die hysterische Ziege, die hat die ganze Zeit schon auf dem Mai abgesehen. Stimmt doch überhaupt, das stimmt überhaupt nicht. Ach nee, das stimmt doch auch nicht, dass die ganze Zeit die rumgezankt haben. Ja, doch, aber... Ja, mit denen aber, ja, sie ist unschuldig und das kann ich beweisen. Genau. Ja, ja, ist schon klar. Hör mal, weißt du was? Wir werden einfach mal absehen, aber... Ne? So, und weißt du was? Ihr macht jetzt mal eine Fliege hier, zwei Helden. Ja, ich muss noch ein paar Auftritte klar machen. Und tschüss. Ey. Frau Bergmann, wann hätte denn dann an diesem 16. Juli nachmittags diese Grillparty bei der Familie Falkner beginnen sollen? Ja, so gegen zwei. Also kurz vor zwei habe ich halt die Kohle auf dem Grill getan und auch die Grillanzünder. Und naja, eigentlich war ich der Meinung, dass man dabei nicht viel verkehrt machen kann. Aber da habe ich mich wohl gewaltig geirrt. Was kann man denn verkehrt machen dabei? Ja, laut Mike alles. Der kam wie so eine Furie zu mir an den Grill, hat mich angemeckert, dass alles verkehrt wäre. Und wenn das überhaupt mal laufen soll, ja, dann muss er das alles selber machen. Und ich habe mir dann ehrlich gesagt nur gedacht, komm, den Typen kannst du eh nicht recht machen, bin halt einfach gegangen. Und wohin sind Sie gegangen? Ja, ich bin in die Küche und habe mich da an den Tisch gesetzt. Und habe halt Susi beim Salatemachen zugeschaut. Ich meine... Ja, ich hätte ihr auch geholfen, aber ja, da kann man ja noch weniger was recht machen. Und Sie haben kein Spiritus auf die Holzkohlen? Ja, natürlich nicht, also... Haben Sie mitbekommen, wer es gemacht hat? Nein, das hätte ich doch schon längst erzählt. Haben Sie gesehen, wie der Grill in Flammen aufging? Nein. Haben Sie diese Explosion des Grills gehört wenigstens? Ja, na klar, das war doch ein Riesenknall, ja. Also ich bin sofort zum Fenster gerannt, um nachzuschauen, was passiert ist. Und da habe ich halt Mike gesehen, wie der da lichterloh brennt im Garten und schreit wie am Spieß. Wie hat denn die Susanne dann auf die Explosion reagiert? Ja, gar nicht. Die stand da wie hypnotisiert am Fenster und hat die ganze Zeit zu mir und zu Mike gestarrt und wusste nicht, wohin. Und erst als ich mich halt irgendwie in Bewegung gesetzt hat, hat die sich dann überhaupt gerührt, ja. Sie können ja Dennis fragen, das ist Mikes kleiner Cousin. Der hat uns gesehen. Ja, der hilft uns auch nicht weiter. Der redet Ihnen doch nur nach dem Mund, weil er glaubt, Ihnen einen Gefallen zu schulden. Weil Sie sich damals bei seiner Mutter dafür eingesetzt haben, dass er eine Reise mit seinen Freunden antreten kann. Ja? Und außerdem hat Susanne Link ihre Reaktion ganz anders beschrieben. Ja, dass die was anderes erzählt hat, ja? Das ist mir ja wohl klar. Die muss doch hier von sich ablenken. Die war das doch mit den Spiritus. Ja, wieso hätte sie das denn bitte schön tun sollen? Sie ist Herrn Falkner ja wohl mehr als zugetan. Ja, sie wollte doch auch nicht Mike treffen. Sie wollte mich treffen. Es war doch ausgemacht, dass ich den Grill anzünde, nicht der Mike. Sie wollte, dass ich in Flammen aufgehe und nach Hause reisen muss, damit die den Typen endlich mal für sich alleine hat. Klar, die war doch von Anfang an eifersüchtig und wollte mich loswerden. Noch Fragen an die Angeklagte? Keine, danke. Dann dürfen Sie beim Herrn Verteidiger Platz nehmen. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Michael Falkner, bitte. Herr Falkner, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier Platz. Zunächst die Belehrung. Als Zeuge müssen Sie hier natürlich die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Ja, mach ich schon, aber nennen Sie mich Mike Hawk, das ist mein Künstlername. Aber Ihr bürgerlicher Name ist doch Michael Falkner, oder? Ja, das ist richtig, aber wie soll ich mit dem Namen irgendwann mal groß rauskommen? Der ist doch mega langweilig. Deswegen habe ich ihn einfach ins Englische übersetzt. Mike für Michael und Hawk für Falkner. Verstehen Sie? Ach, Junge, ey, du bist so dämlich, ich glaub's ja nicht. Also, Frau Bergmann, halten Sie sich zurück. Natürlich habe ich das verstanden, wie toll Sie Ihren Namen übersetzt haben. Aber hier geht es ja nicht darum, wie Sie rauskommen, ja? Sondern hier waren Sie mit dem Namen angesprochen, der in Ihrem Personalausweis steht. Und was steht da drin? Herr Michael Falkner. Gut, Herr Michael Falkner. Dann kommen wir zu Ihren Personalien. 28 Jahre sind Sie alt, Sie wohnen in Beiersbach, ledig, Sie sind Model von Beruf. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht. Herr Falkner, Ihnen ist klar, worum es heute hier geht. Der Angeklagten wird vorgeworfen, einen halben Liter Brennspiritus in den Grill geschüttet zu haben, von dem sie wusste, dass Sie ihn nur kurz darauf anzünden würden. Ja, und ich könnte mich auch tierisch darüber aufregen, dass sie meine Karriere zerstört hat. Was denn für eine Karriere, bitte schön, ja? Du hast nicht meinen einzigen Modelauftrag, ich bitte dich. Na klar, ich hatte schon extrem viele Shoots. Und ich habe eine richtige Agentur gemeldet. Gucken Sie sich das mal an. Solche Dinge habe ich hier früher gemacht. Eine Z-Card halt, oder? Ja, und hier. Das habe ich auch schon gemacht. Aber das kann ich jetzt alles von der Backe wischen. Der will schon mit Frankensteins Monster werben. Komm, nehmen Sie mal wieder Platz. Wenn das dein großer Modelauftrag war, ja, kann ich ja nur darüber lachen. Du hast von nichts eine Ahnung. Also, ich bitte dich, ja, das ist irgend so ein komischer Flyer von irgendeiner Modenschau als Bauertrampel vom Arsch der Welt. Also ich bitte dich, darauf kannst du ja nicht was einbilden, oder? So blöd bist du dann auch nicht. Ja, ich glaube, das können wir auch einfach mal beiseite lassen, soweit, oder? Es sieht vielleicht nicht danach aus, aber ich bin echt so knapp vom Durchbruch gewesen. Und das hier hat mir alles kaputt gemacht.
Ja, komm, dann musst du vorher Esel ja doch was Gescheites noch lernen. Hm? Gescheites lernen? Ja. Ich war so schlau und hab mein zweites Standbein als Sänger aufgebaut. Ach, als Sänger? Oh, das ist ja schön, ne? Also, dass sie beide sich nicht grün sind, das habe ich schon kapiert inzwischen. Aber die Debatte, die können wir, glaube ich, wirklich hiermit beenden. Reden wir über den Nachmittag, an dem eigentlich das Grillfest bei Ihnen zu Hause sein sollte. Hm? Wie war denn das? Wie ist denn der Tag bis dahin abgelaufen? Ja, also eigentlich hatten alle Damen von mir Aufgabe bekommen. Wie viele Damen hatten Sie denn da bei sich zu Hause? Tante Annelore war da und Susi und Tessa, die waren ja schon die ganze Woche bei mir. Die hatten sich auf die Anzeige gemeldet, die Tante Annelore geschaltet hatte. Wie fanden Sie es denn, dass Ihre Tante nach einer Frau für Sie sucht? Es war eigentlich ganz witzig, weil die beiden waren halt die ganze Woche da und haben sich die ganze Zeit um mich gezankt. Ja, um dich gezankt. Ich glaube, du hast auch irgendwelche Wahrnehmungsstörungen, ne? Ich habe mich gar nicht um dich gezankt, ja? Also ich bitte dich, die Tusse da, die kann ich gerne haben. Also Sie schweifen allerdings ab, weil die Frau Staatsrätin Sie, glaube ich, auch aufs falsche Gleis gelockt hat. Wir waren bei der Grillparty. Ach, die Grill... Okay, also Tante Annelore sollte den Tisch decken. Susi war für die Salate zuständig und sie sollte sich um den Grill kümmern. Und was haben Sie bei dem Ganzen gemacht? Ja, ich, was soll ich da denn machen? Ich habe den Überblick behalten und alles koordiniert. Und dann war ich halt irgendwann bei Tessa da am Grill und hab gesehen, dass die schon wieder alles falsch macht. Was hat sie denn alles falsch gemacht? Ja, die hat die ganzen Sachen falsch zusammengelegt. Deswegen musste ich mich schon innerhalb von 2 Minuten zweimal aufregen. Wieso zweimal aufregen? Ja, weil meine Mama wieder das falsche Fleisch gekauft hat. Ich sag's immer wieder, wenn irgendwas vernünftig laufen soll, dann muss man es selber machen. Ja, und warum machst du das dann nicht? Warum sollte ich irgendwas machen, wenn ich euch dafür hab? Also, jetzt waren wir beim Grill. Wie ging die Situation am Grill dann weiter? Ja, wir haben uns ein bisschen gezankt, dann bin ich reingegangen, habe mir meine Handschuhe geholt, weil ich war morgens noch bei der Maniküre und wollte mir deine Nägel nicht wieder versauen. Du hörst dich an wie ein kleines, pubertäres Mädchen. Oh, meine Fingernägel, hallo? Lass mich in Ruhe. Also ich bin jedenfalls davon überzeugt, dass die Angeklagte nach diesem Streit so sauer war, dass sie den Spiritus über den Grill geschüttet hat, während Herr Falkner seine Handschuhe geholt hat. Ach, so ein Quatsch, ja? Haben Sie dann den Grill angezündet? Ja, ich habe da meine Handschuhe angezogen und habe den Anzünder in den Grill gelegt. Und dann habe ich das Ding angezündet und dann kam schon die krasse Flamme hochgeschossen und hat mir alles verbrannt. Die Arme, das Gesicht, das hat alles sofort geschmerzt. Das hat alles Sie zu verdanken. Nein, habe ich nichts. Es gab aber allerdings nur Ihre Fingerabdrücke auf der Spiritusflasche. Ja, und? Ich meine, ich hätte ja auch nur mal grillen sollen. Ich habe die Flasche mit nach draußen genommen. Na klar sind da meine Fingerabdrücke drauf. Bleiben wir doch mal bei Ihnen. Haben Sie denn keinen Spiritusgeruch wahrgenommen, bevor Sie da angezündet haben? Nee, ich könnte nichts riechen. Ich habe so einen Heuschnupfen immer. Wir haben das ärztliche Gutachten hier und hier steht, dass Sie mit Verbrennungen dritten Grades an beiden Unterarmen sowie der rechten Gesichtshälfte ins Klinikum eingeliefert wurden. Ich konnte auch tagelang nicht schlafen, das hat alles gebrannt wie Hölle. Das glaube ich Ihnen gerne. Hier steht weiterhin, dass Sie insgesamt 7 Wochen aufgrund der Schwere der Verletzung in der Spezialklinik für Brandverletzungen behandelt werden mussten. Ihnen musste auch Haut vom Oberschenkel auf den Oberarm transplantiert werden. Außerdem steht hier, dass vor allem im Gesicht dauerhaft großflächige Narben zurückbleiben werden. Ja, genau. Und deswegen bin ich meinen Modeljob jetzt auch los. Und meine tollen Haare habe ich auch verloren. Ja, ist das ja auch so schlimm, ne? Weil diese komische Föhnfrisur ja eh seit den 80ern out ist. Oh, halt den Rand und verpiss dich endlich! Ja. Ich wünschte, ich hätte dich nie kennengelernt. Ja. Immer machst du alles schlecht und redest alles doof rum. Es ist aber auch alles nur reine Scheiße, was du machst, ja? Allein schon, wie du dein Leben führst. Das ist unter aller Sau. Das ist aber meine Sache. Frau Bergmann, Sie halten sich bitte mal einen Moment zurück. Ich muss jetzt schon mal fragen, konnten Sie eigentlich vor diesen Verbrennungen Ihren Lebensunterhalt mit Ihrem Modeljob bestreiten? Ja, noch nicht so ganz. Aber das wäre sicher bald gekommen. Aber jetzt muss ich mich auf die Karriere als Sänger konzentrieren. Und das wird sicher super laufen. Und wovon leben Sie dann im Moment? Ja, von meiner Mutter. Ja, die hat nämlich 2 Jobs und musste auch noch für den feinen Herrn Sohn einen Kredit von über 5.000 Euro aufnehmen. Also hallo? Ja und? Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Ich kann doch nicht noch so einen Job machen. Ja, aber nun mal ist es im Leben so, ne? Nur du merkst es nicht in deiner Seifenblase. Ja, nur weil dein Leben so langweilig und trostlos ist, kann ich doch nichts für. Ich will aufsteigen, ich muss mich um meine Karriere kümmern. Und das werde ich auch tun. Wenn mein Gesicht erst wieder hergestellt ist, dann werde ich voll durchstarten. Ich habe jetzt schon wieder Angebote. Ohne Ende. Ja. Was für Angebote haben Sie denn? Ja, von ganzen Partys und so. Als Sänger, als Model. Das sehe ich alles nicht kommen, ja? Du bildest dir den ganzen Dreck einfach nur ein und lässt auch deine 61-jährige Mutter für dich schuften. Also wie krank muss man sein? Ja, aber wenn die das mit sich machen lässt, dann ist sie ja selber schuld. Das ist doch unsere Sache, wie wir leben. Hat noch jemand Fragen an den Zeugen? Keine Fragen, danke. Dann nehmen wir als nächstes mal Ihre Tante Annelore Gwenn, bitte schön. Sie bleiben unvereidigt und dürfen den Platz nehmen. Dankeschön. So, wer ist Frau Gwenn von Ihnen beiden? Sie, dann kommen Sie bitte mal nach vorn. Nehmen Sie Platz, Frau Gwenn.
Sie wissen natürlich, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ja. Sie heißen Annelore Quinn, 49 Jahre alt. Sie wohnen in Beiersbach, verheiratet, Hausfrau, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Wir haben schon von dieser Kontaktanzeige gehört, die Sie offensichtlich für Ihren Neffen geschaltet haben. Auf die Anzeige haben Sie ja sowohl die Angeklagte als auch die Frau Susanne Link gemeldet. Wieso haben Sie eigentlich eine Frau für Ihren Neffen gesucht? Weil ich der Meinung bin, dass der Michi eine Frau braucht. Oh, Tante Annelore, du sollst dich doch nicht mal Michi nennen. Ich habe dich schon immer Michi genannt. Und bloß, weil du dir einbildest, dass du irgendwann mal ein Star wirst, werde ich das jetzt nicht ändern. Ändern ist ein gutes Stichwort. Was hätten eine Frau im Leben ihres Neffen ändern sollen? Sie hätte ihn auf den Boden der Tatsachen zurückbringen sollen. Und ich habe geglaubt, dass Tessa das kann. Sie war die Einzige, die nicht nach seiner Pfeife getanzt hat und ihm ordentlich die Meinung gesagt hat. Ich habe gedacht, dass der Michi auf Tessa anspringen wird. Ja, ist er ja auch. Leider war das auch kein so tolles Erlebnis. Ja, bei dem Typen ist doch alles ein Durchschnitt. Ey, kannst du nicht einfach mal deine Klappe halten? Deine ganzen scheiß Anfeindungen, das geht mir mega auf den Sack, ey. Ja. Herr Falken, jetzt achten Sie mal ein bisschen auf Ihre Wortwahl. Ja, sorry, aber ich bin echt froh, wenn ich irgendwann mal meine Ruhe wieder vor dir habe. Ja, ich bin auch froh, wenn ich von ihr beiden Ruhe habe. Hm? Und ich kann mir das echt vorstellen, weil dann kannst du wieder deiner alten Mama auf der Tasche liegen und nichts tun. Aber ich mach doch was. Ja. Ja. Was machen Sie denn den ganzen Tag? Hey, ich bin ständig im Stress. Oha. Da glauben Sie gar nicht, wie schwer das Leben ist. Ja. Zu Kosmetik, zum Friseur, ja. Maniküre, Pediküre, alles dabei. Und da muss ich auch noch zu den ganzen Castings von den ganzen Modelagenturen. Und die ganze Sache als Sänger, die ganze Promotion kommt auch noch dazu. Michi, du musst unmöglich. Vor allen Dingen glaubst du den ganzen Mist wahrscheinlich auch noch, den du von dir gibst. Der hat noch nicht einen Euro mit nach Hause gebracht. Meine Schwester muss mit 61 Jahren und Gelenkrheuma zwei Putzjobs machen, damit sie ihren feinen Sohn finanzieren kann. Maria war ja auch nicht beim Grillfest, weil sie mal wieder arbeiten musste. Aber da kann ich doch nichts dafür. Meine Mama macht das alles freiwillig. Die unterstützt mich gerne. Gell, Mama? Sehen Sie? Die mag wahrscheinlich das so. Hat sie den Kredit ja auch gerne aufgenommen für dich, oder? Ja, mit dem Kredit hätte ich auch selber machen können, aber... Aber? Ich habe da jetzt so ein paar Probleme mit der Schufa, aber ist keine große Sache. Und wenn ich jetzt erstmal irgendwann Star bin und Geld verdiene, dann gebe ich das dreifach zurück. Ja, aber das wird sicher nie passieren. Und meine Schwester muss fast 100 Euro im Monat abstottern. Die war seit Jahren nicht mehr im Urlaub. Bloß wegen Michi. Bloß weil der seinen Arsch nicht hochkriegt. So, das war ja jetzt alles sehr erhellend. Aber jetzt lassen wir das Thema auch wieder mal. Kommen wir mal zu dem Nachmittag der Grillparty. Das war ja am 16. Juli. Waren Sie da auch? Ja. Da waren Sie auch. Ich habe mit meinem Sohn Dennis zusammen auf der Terrasse den Tisch gedeckt. Und der Michi war unten mit der Tessa und hat da irgendeinen Streit angezettelt. Konnten Sie verstehen, worum es bei dem Streit ging? Nein. Ich habe nur gesehen, dass der Michi ins Haus gegangen ist, weil er seinen albernen Handschuh holen wollte. Vermutlich wollte er den Grill dann doch selber anzünden. Und Tessa ist in die Küche gegangen. Ich habe weitergedeckt und auf einmal hat es hinter mir diesen Schlag getan. Ich bin herumgefahren und habe gesehen, dass er lichterloh in Flammen steht. Bin natürlich sofort runtergerannt und habe ihn geistesgegenwärtig in den Gartenteich geschubst, um ihn zu löschen. Haben Sie die Angeklagte im Garten gesehen? Nein, aber ich war ja mit Michi beschäftigt. Können Sie denn so generell sagen, wie die Stimmung zwischen der Angeklagten und ihrem Neffen war, seit sie da bei Ihnen zu Besuch war? Die Stimmung war nicht besonders gut. Ist an dem Tag der Grillfeier ja auch was vorgefallen? Ja, Tessa ist zu mir gekommen und hat sich beschwert, dass der Michi derartig auf die Nerven geht, dass sie bald für nichts mehr garantieren kann. Sie hat gesagt, wenn er sich noch mal was leistet, weiß ich nicht, ob ich mich noch beherrschen kann. Ja, der kann ja einen nur zwei Sklut treiben. Das stimmt. Mich macht er manchmal auch derartig aggressiv, weil er einfach so egozentrisch und überheblich ist. Mich würde es nicht wundern, wenn Tessa an dem Nachmittag ausgerastet ist. Ach, wie bitte? Entschuldigung, aber ich kann nur sagen, wie ich sehe. Also mich würde das auch nicht wundern, denn kurz vor dem Streit an dem Grill hat sich ja Herr Falkner bereits einen Aussetzer geleistet, der die Angeklagte zum Kochen oder soll ich das so sagen, zur Weißglut gebracht hat. Aber lassen wir das jetzt eigentlich mal.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, war nämlich, dass für die Angeklagte an diesem Tag das Maß voll war. Ja? Und als sie sich dann am Grill auch noch als unfähig beschimpfen lassen musste, da hat sie die Beherrschung verloren. Da hat sie den Spiritus über den Grill gekippt, ist ins Haus gegangen, hat sich ans Fenster gestellt und seelenruhig zugeschaut, wie Herr Falkner den Grill angezündet hat. Das ist so ein Quatsch, ja? Ich wäre doch eh paar Tage später wieder heimgefahren und wäre diesen komischen Typen da los gewesen. Was sie aber nicht daran gehindert hat, Herrn Falkner noch mal kurz einen Denkzettel zu verpassen, bevor sie abgereist sind. Ja, ich war es aber nicht, verdammt. Wir haben hier allerdings auch ein Gutachten der Spurensicherung, in dem steht, dass bei der Untersuchung dieser Spiritusflasche hier nur ihre Fingerabdrücke sichergestellt wurden, Frau Bergmann. Ja, das ist ja auch nicht groß wunderlich, oder? Ich hätte ja auch grillen sollen. Ich habe die Flasche mit nach draußen genommen. Klar sind da meine Fingerabdrücke drauf. Ja, mag sein, aber dann haben Sie auch noch den Inhalt der Flasche über den Grill gekippt. Nein, habe ich nicht. Das war die Susi, das habe ich doch schon mal erklärt. Sie haben doch gerade gehört, dass wir von Susanne Link überhaupt keine Fingerabdrücke auf der Flasche gefunden haben, sondern nur ihre. Mein Güte, dann hatte die noch ihre Küchenhandschuhe an, wer weiß, dass ich... Ja, mal ausreden sind Sie auch nicht. Sie waren ja die ganze Zeit auf der Terrasse. Haben Sie denn außer Ihrem Neffen und der Angeklagten sonst noch jemanden am Grill gesehen? Nein, habe ich nicht. Allerdings, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Susi dem Michi sowas antut. Die war doch viel zu dumm und hat ihm seine ganzen Märchen geglaubt, genauso wie seine Mutter. Genau, die Susanne Link, die wollte wahrscheinlich gar nicht Michael Falkner verletzen, in den sie vielleicht auch verliebt war. Die wollte nämlich meine Mandantin verletzen, damit sie dann geschädigt von dannen zieht und sie sich ganz in Ruhe um Herrn Falkner kümmern kann. Ach so, meinen Sie das? Mhm. Ja, das kann ich mir natürlich dann... schon vorstellen. Aber im Grill habe ich sie trotzdem nicht gesehen. Na gut, wenn sie quasi ihre Konkurrentin ausschalten wollte. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie es nicht getan hat, nur weil Sie sie nicht gesehen haben. Das muss es natürlich nicht heißen, das ist richtig. Weitere Fragen noch an die Zeugin? Keine Fragen, danke. Sie dürfen den Platz nehmen. Susanne Link, bitte schön. Die Zeuge bleibt unvereidigt.